Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr Apfelkompott ganz leicht selber machen könnt. Dazu braucht ihr für zwei Personen drei große Äpfel, eventuell etwas Zucker, wenn die Äpfel nicht süß genug sind, einen Kochtopf, einen Löffel und ein Küchenmesser. Zuerst müsst ihr die Äpfel kleinschneiden, das Kerngehäuse entfernen, und sie schälen. Anschließend schneidet ihr sie in kleine Stücke, je nachdem, wie groß euer Kompott sein soll. Wenn ihr alle Äpfel klein geschnitten habt, erhitzt ihr einen Kochtopf und gebt die Äpfel hinein. Dann schaltet ihr die Hitze etwas runter, mittlere Hitze, und schließt den Deckel. Nun lasst ihr sie etwas schmoren. Falls es zu trocken wird, könnt ihr noch einen Schuss Wasser hinzugeben. So nach 5 bis 10 Minuten, je nachdem was für eine Apfelsorte ihr habt, öffnet ihr einmal den Topf und guckt, wie weit sie sind. Ihr könnt auch einmal ein Stück Apfel probieren, dann wisst ihr, ob ihr noch Zucker zugeben müsst. Eventuell gebt ihr eine Prise Zucker zu und lasst sie noch etwas schmoren, bis sie weich, aber noch kein Apfelmus sind. Das dauert meist insgesamt so 10 Minuten. Wenn die Äpfel weich genug sind, könnt ihr sie in ein Schälchen zum Abkühlen umfüllen. Wenn das Kompott etwas abgekühlt ist, könnt ihr es nach Belieben noch mit etwas Zimt und Zucker bestreuen. Und ansonsten guten Appetit!